Brigitte. Guten Morgen. Alm Öhi. Guten Morgen, Brigitte. Habt ihr eure Köpfe in den Schnee gesteckt? Nein. Aber wir sind so schnell mit dem Schlitten gefahren. Oh, Großmutter. Ich freue mich so, dich zu sehen. Oh, meine Kleine. Endlich höre ich dich wieder lachen. Ich war viel zu lange nicht bei euch. Es wollte einfach nicht aufhören zu schneien, nicht wahr? Ja, das war wunderschön. Aber ich konnte fast nie aus dem Haus gehen. Mir war oft langweilig und dann habe ich mich einsam gefühlt und ihr habt mir gefehlt. Ich könnte das reparieren, wenn ihr wollt. Das ist doch nicht nötig. Wo ist euer Werkzeug? Es liegt im Schuppen, gleich hinterm Haus. Das ist wirklich nett von dir. Großvater? Hm? Darf ich allein mit dem Schlitten fahren und Peter von der Schule abholen? Hm. Ja, ist gut. Aber sei zu Hause, bevor es dunkel wird. Oh, danke. Versprochen. Sei vorsichtig, Heidi. Das bin ich. Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen. Und, am Himmel hell und klar. Am Himmel hell und klar. Und die, Ziegen? Ruhe! Setz dich wieder hin, Peter. Das nächste Mal bist du hoffentlich besser vorbereitet. Also gut, geh mir zum Rechnen über. Hm? Wer hat dieses Papier geworfen? Peter war's. Ich hab's gesehen. Was? Das stimmt doch gar nicht. Setz dich hin, Peter. Karl, klugen Menschen muss man nicht alles zweimal sagen. Und hör jetzt endlich auf, den Klassenclown zu spielen. Wir sind hier nämlich nicht im Zirkus.